Ja, hallo zusammen, ich bin's wieder mal. Und dieses Mal leider mit schlechten Neuigkeiten, wie ihr schon beim Titel dieses Videos seht, haben wir unsere Band aufgelöst. Toxitori hießen wir und waren 1,5 Jahre zusammen. Und jetzt haben wir leider aufgelöst, die Band. Warum? Ja, wie soll ich sagen? Ich möchte hier nicht zu stark ins Detail gehen, auch keine Namen natürlich nicht nennen. Aber es war so, dass, sagen wir mal, ein Mitglied bemängelte ein paar Sachen, die ihm nicht gefielen. Zum Beispiel, dass wir nicht so begeistert waren, wenn wir einen Live-Auftritt irgendwo hatten und so. Wobei wir natürlich gerne live spielen, aber wenn man schon etwas älter ist, dann bricht man nicht gleich in Jubelstürme aus und möchte dann natürlich auch wissen, wenn man eine Stunde irgendwo hinfährt, was bringt dabei raus. Ich meine jetzt, fährt man so weit nur für ein Bier oder was auch immer, das möchte man natürlich auch wissen, wenn man schon so weit fährt. Das waren eben so Beispiele, zum Beispiel sowas, oder wir hatten mal den Vorschlag gebracht, dass man einen neuen Sänger vielleicht suchen könnte, der sich dann nur auf den Gesang konzentrieren kann. Das wäre doch für alle ein bisschen einfacher gewesen und so. Aber wurde dann vielleicht auch persönlich aufgefasst und so. Und das wurde auch bemängelt. Ja, und noch ein paar andere Sachen und so. Aber vor allem wurde das der Hauptpunkt war eigentlich, der bemängelt wurde von einem Mitglied, aber eigentlich von uns allen, dass die Chemie in der Band nicht stimmte. Man muss dazu natürlich sagen, wir sind ja verschiedene Typen, verschiedenen Alters, von 30 bis 50 vom Alter her, auch von der Region ein bisschen unterschiedlich ursprünglich und so weiter. Und auch einfach vom Typ her verschiedene Typen. Zwar alles Metaller, die Musik eint uns, wir hören gerne Hardrock, Metal und so, aber einfach verschiedene Typen, ja. Das ist ja auch logisch, man kommt von verschiedenen, man ist verschieden aufgewachsen, kommt von verschiedenen Orten her und so weiter. Und die Chemie stimmt einfach nicht so richtig unter uns. Das stimmt auch, das muss ich auch zugeben. Aber da sind wir auch ein Stück weit natürlich, finde ich, selber schuld, weil wir sind jeweils zusammengekommen zum Proben, haben 2-3 Stunden geprobt und sind dann wieder nach Hause gegangen. Und dann nächste Woche wieder das Gleiche, immer so weiter. Das heißt, wir hätten viel mehr miteinander unternehmen sollen. Vielleicht mal vor der Probe oder nach der Probe zusammen mal ein Bierchen trinken gehen, irgendwo in einen Pub oder so, oder mal eine Pizzeria, eine Pizza essen gehen oder vielleicht mal ins Kino oder solche Sachen einfach mal. So private Aktivitäten unternehmen, die jetzt nicht primär mit der Musik was zu tun haben. Weil man sieht, mit der Musik hat man ja sonst immer zu tun, im Proberaum. Und einfach mal, so hätte man etwas unternehmen zusammen und so hätte man sich auch ein bisschen besser kennenlernen können, besser verstehen können. Das hätte sicher sehr viel gebracht. Und ich sage immer, man muss nicht beste Freunde sein, um in einer Band zu spielen. Absolut nicht. Aber man muss einfach ein entspanntes, lockeres, kollegiales Verhältnis haben untereinander. Alle müssen sich wohlfühlen irgendwie. Ja? Man muss sich wohlfühlen in der Gesellschaft von diesen 4, 5 Leuten. Und dann ist es okay. Ja? Und bei uns war es eben zum Teil leider nicht so. Ja? Also es war eben so, dass wenn es nach uns, nach 3, wir waren ja zu viert, und wenn es von nach drei von uns gegangen wäre, dann wäre die Band nicht aufgelöst worden, würde weiter existieren, aber ein Mitglied wollte eben nicht mehr und darum ging es auch nicht mehr, weil auch Proberaum und so weiter, viele verschiedene Sachen eben auf ihn liefen und darum haben wir jetzt das gemeinsam beendet. Wobei wir gehen nicht im Streit auseinander, wir gehen im Guten auseinander. Natürlich, immer also eine Trennung tut immer auch weh, das ist ganz klar. Muss man nicht schönreden, aber wir gehen im Guten auseinander. Wir sind keine Feinde jetzt deswegen und so. Und wenn man sich mal irgendwo trifft, dann spricht man ganz normal miteinander, wie Kollegen. Ja, das war eigentlich die Trennung von der Band. Das Resümee vielleicht ziehen oder das Fazit der ganzen Sache. In diesen 1,5 Jahren hat Spaß gemacht, war toll, die Songs miteinander zu schreiben, weiterzuentwickeln und so und dann gegen Schluss dann auch Live-Auftritte zu suchen und hätten wir dann auch gefunden. Schade, der Studioaufenthalt, der fällt jetzt auch ins Wasser, das wäre das Nächste, was geplant gewesen wäre, ein Studioaufenthalt. Der fällt jetzt auch ins Wasser, leider, aber ist nun mal halt so.
Ja, es war eine schöne Zeit, trotz allem. Natürlich hat es manchmal auch verschiedene Meinungen gegeben in der Band. Das ist normal, das wird es immer geben. Das wäre nicht normal, wenn es nicht so wäre. Ja. Das gibt es einfach in einer Band. Da gibt es verschiedene Typen, verschiedene Meinungen, aber da muss man einfach zusammen an einem Strang ziehen und zusammen kompromissbereit sein und das, alle müssen am gleichen Strick ziehen. Ja. Das war bei uns eigentlich größtenteils der Fall. Nur eben die genannten Gründe waren vorher und es gab auch noch weitere Sachen, natürlich kleine Sachen, aber im Großen und Ganzen war es die Chemie, die bei uns nicht stimmt. Wobei, wie gesagt, da waren wir selbst schuld, finde ich, zu einem Stück weit. Die Chemie kannst du auch nicht erzwingen, aber ein Stück weit waren wir da sicher selber schuld. Also wir alle. Also ich nehme mich da nicht aus. Ich habe vielleicht auch gedacht, ja, am Wochenende gehst du mit der Freundin irgendwo hin oder bleibst zu Hause oder gehst mit der Freundin was essen und so. Da hätte man vielleicht auch mal können die anderen fragen, gehen wir zusammen mal irgendwo hin? Oder, aber dann dachte ich natürlich vielleicht, ja, der eine Kollege geht gerne live Konzerte schauen, der andere geht auch gerne Konzerte schauen, der andere hat noch eine zweite Band und so. Und dann hat man doch nie gefragt, ja. Das war auch die Schuld von jedem, auch von mir, aber von jedem von uns ein bisschen die Schuld, dass man nicht mal gefragt hat. Die Leute angeschrieben hat, komm, unternehmen wir mal was am Samstagabend oder so, ja. Aber wie gesagt, das ist jetzt vorbei leider und da sind wir alle selber schuld natürlich. Aber langfristig gesehen denke ich, hätte es funktioniert. Das heißt, wenn wir jetzt weitergemacht hätten, uns nicht getrennt hätten, weitergemacht hätten und eben ein bisschen noch ab und zu was unternommen hätten zusammen, dann hätte es auf lange Sicht hätte es funktioniert. Glaube ich, nach 2, 3, 4, 5 Jahren lernt man sich immer besser kennen mit der Zeit und dann hätte es funktioniert. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ja, was kann ich vielleicht ein Tipps geben für andere Bands und so? Also ich denke mal, das Wichtigste für die Zukunft einer Band ist, dass man am Anfang schon klare Verhältnisse schafft. 4, 5 Leute zusammen sind, klare Verhältnisse finanziell und auch sonstiges alles. Am besten, ihr regelt das alles in einem Vertrag, wie ihr das handhaben wollt. Und den unterschreiben dann alle und dann ist die Sache geregelt. Ihr könnt auch einen Verein gründen, das machen auch manche Bands, einen Verein gründen. Dann ist die Sache auch geregelt. Das ist einfach das Wichtigste. Das sind dann die Sachen mit den Songrechten, mit der Einrichtung des Proberaums, mit dem Equipment, das muss alles geregelt sein. Dann ist schon viel erreicht. Das ist mal der Grundstock, der muss zusammen sein. Der muss da sein. Dann muss natürlich die Musikrichtung sowieso, das ist sowieso das Wichtigste, dass alle ungefähr in der gleichen Musikrichtung beheimatet sind. Und jeder muss auch ein bisschen kompromissbereit sein, aber nicht, dass einer Schlager möchte und der andere Death Metal. Das geht natürlich auch nicht. Ja. Aber ungefähr in der gleichen Musikrichtung zusammen beheimatet sein, sage ich mal. Ja. Das ist also so. Und eben, das Wichtigste ist natürlich, dass man sich menschlich versteht. Musikalisch sowieso und menschlich auch versteht. Und zum menschlichen Verstehen gehört eben, dass man privat sich auch mal trifft. Zwanglos miteinander redet, quatscht über Gott und die Welt, mal nicht über die Musik, über alles Mögliche. Ja. Ein paar Sachen unternimmt zusammen, muss es auch nicht übertreiben und so. Man hat ja auch noch Privatleben, man hat ja auch noch Frau und manche haben noch Kinder und weiß ich was. Aber ab und zu mal, dass man trifft und was mal was unternimmt, das ist wirklich sehr wichtig. Das kann ich nur allen sagen, macht das in der Zukunft. Wenn ihr eine Band seid, macht das, unternehmt gewisse Sachen zusammen und alles. Und dann ist schon viel erreicht und dann ist schon da. Natürlich kann auch dann mal was schief gehen. Einer steigt aus irgendwelchen Gründen, muss man wieder einen neuen suchen und so weiter. Aber das Wichtigste ist, dass das geregelt ist für eine Band. Natürlich, dass das Ding, die Struktur der Band geregelt ist, eben das Finanzielle und. Und das Private, dass das geregelt ist. Das ist schon viel erreicht. Also das war's für mich. Die Sache ist jetzt vorbei, leider. Und ich suche jetzt Anschluss an eine neue Band, also wenn ihr jemanden kennt, eine Hardrock-Metal-Band irgendwo in der Ostschweiz, Vorarlberg und so, dann könnt ihr mir das ruhig gerne anschreiben und mir mitteilen, das würde mich freuen. Ich suche jetzt eine andere Band und sollte das nichts werden, dann haben wir dort, wo wir geprobt haben, in diesem Gebäude einen zweiten Proberaum und den könnte ich mieten und dort etwas Neues aufbauen. Das macht zwar auch Spaß, aber ist halt mühsam, ja, weil du musst die richtigen Leute finden, das Equipment, die PA-Anlage und so weiter. Aber zum Beginnen reicht eigentlich, wenn jeder sein Instrument und seine Verstärkerboxen und alles hat. Zum Anfang reicht eigentlich das. Aber eben nachher muss man eine PA-Anlage kaufen, Mischpult und so weiter. Ja.
Das ist natürlich schon ein rechter Aufwand, der dann kommt, aber sicherlich machbar. Andere machen sie auch. Aber eben, wenn man natürlich Anschluss an eine bestehende Band findet, das wäre natürlich auch nicht schlecht, ja. Ich habe jetzt ein paar Bands angeschrieben, mal schauen, ob dort was kommt. Manchmal kommt auch gar nichts, eben keine Antwort ist auch eine Antwort. Über dieses Thema habe ich auch schon geschrieben, ein Video gemacht, ja. Dieses charakterlose, einfach nicht antworten und so, aber lassen wir das mal. Ein paar Bands habe ich angeschrieben, mal schauen, ob dort was kommt. Und eben, wenn ja nichts kommt, dann fange ich wieder selber an bei Null. Ich habe einen bekannten Gitarrist, der würde mitmachen. Und vielleicht noch ein Gitarrist, der mitmachen würde. Und der Schlagzeuger ist noch nicht da, aber dann zum Anfangen würde das mal reichen. Mal schauen, ich werde euch jedenfalls auf dem Laufenden halten, wie es weitergeht bei mir. Und wenn ihr Anregungen, Kritik habt und so weiter, einfach schreiben, ja. Das war es zu diesem Thema. Und noch kurz was anderes noch. Ich habe hier noch eine kleine Veranstaltung, also nicht nur eine kleine, eine große Veranstaltung, die demnächst stattfindet. Und zwar ist das folgendes: Moment. Metalbörse. Die Metalbörse am 26. November 2000, also schon bald, in 2, 3 Wochen in Zofingen. Im Stadtsaal in Zofingen. Der Stadtsaal in Zofingen. Zofingen ist etwa eine halbe Stunde von Zürich entfernt, östlich von Zürich entfernt. Sozusagen, man kann es fast sagen, in der Mitte der Schweiz, so ziemlich zentral gelegen, etwa eine halbe Stunde von Zürich entfernt. Dort gibt es einen großen Stadtsaal und dort gibt es verschiedene Aussteller, die ihre Musiksachen verkaufen. Also vor allem natürlich Vinyl, CDs, Merchandise und solche Sachen, ja. Der Hauptanteil ist, würde ich sagen, Vinyl, also Platten, neue und alte, gebrauchte und neue Platten. Und vor allem natürlich aus dem Rock, Hardrock, Metal-Bereich, ja. Also nichts Oldies und so hat es nichts, vor allem aus dem Rock und also Hardrock und Metal-Bereich vor allem. Wenn ihr was sucht, wenn ihr schon lange etwas sucht, eine Platte von einer Band XY, ich wage jetzt mal die Prognose, dort findet ihr sie. Es gibt dort so viele Aussteller mit so vielen Platten, da gibt es fast alles, ja. Also ohne Garantie diese Aussage, aber dort gibt es fast alles, ja. Und wenn ihr mal sucht oder einfach nur ein bisschen stöbern wollt, ideal dort. Da gibt es ein riesiges Angebot an Platten, könnt ihr in aller Ruhe dort stöbern. Der Eintritt kostet, glaube ich, 5 Franken, also ist noch verkraftbar, ja. Gibt auch eine Möglichkeit dort zu trinken, Kaffee zu trinken, essen, also ist alles, für alles ist gesorgt. Insofern, ich bin auch dabei, ich habe dort einen kleinen Stand, aber nicht mit Platten, nicht mehr, sondern mit Merchandise-Sachen. Also, soll ich sagen, so ACDs, Iron Maiden, Metallica, so gibt es ja Tassen, Gläser, alles Mögliche und solche Totenkopf-Sachen, Eddie von Iron Maiden und solche Sachen habe ich dann dort, ja, und auch noch sonstige Totenköpfe, Accessoires und so weiter. Ich habe nur einen kleinen Stand, aber es ist jedes Mal toll dort und ich fahre jetzt dieses Jahr auch wieder dorthin und habe dann meinen Tisch auch schon reserviert natürlich. Wenn ihr Lust habt, kommt doch hin und besucht mich dort, ihr werdet mich schon finden. Ihr wisst ja, wie ich aussehe. Und ja, es ist am 26. November nochmal in Zofingen in der Schweiz. Eine halbe Stunde von Zürich entfernt. Ist jetzt auch nicht so weit für Leute, die vielleicht aus dem süddeutschen Raum kommen so, oder auch sonst generell aus der ganzen Schweiz. Ja, kommt vorbei, können wir vielleicht noch kurz noch ein bisschen quatschen miteinander und würde mich freuen, euch zu sehen. Und auf jeden Fall werde ich mich wieder melden, wenn es etwas Neues gibt, betreffend Bandaktivitäten. Ja. Also das war's. Bis bald. Macht's gut und eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.